Kopf weg! Kopf weg! Was da geht? Das ist really hier. Wo ist das her? Rechtzeitig stellen und zurück zur Seite oder vorrauschen. Okay?
Wenn sie jetzt kommt und ich bin ein bisschen später dran, wird mein erster Move nicht attacking sein oder nicht simultan sein können. Und dann bin ich im Zeitfenster rechtzeitig. Okay? I'm in time, but I'm not able, if she attacks now, I take it, einfach. I will, the first one will go back, maybe, and I defend myself. That's the Tanzer. Okay? Jetzt habe ich den Tanzer stehen lassen und war dann dadurch außen im Bonser. Ja? Zeitfenster 2 ist, ich bin eigentlich sehr ready und kann jetzt schon GQ in den Ding einfallen, in den Move. Es geht nur, wenn ich ready bin. Ich kann dann eine Simultanität schaffen, indem ich vorrutsche mit der Technik. Okay? Ja? Wir fangen an mit der Back locker. 1, 2. Jetzt habe ich nur verteidigt. Ich bin auch in der Distanz, wo ich kicken kann. Okay? Schlagen nicht, dafür müsste ich wieder vorgehen. Okay? Logisch. Ja? Aber ich habe verteidigt. Jetzt habe ich zweimal getan, weil einmal war ich über euch, einmal über euch, ich war innen und noch ein Tarn. Spielt dann keine Rolle, ob das ein Tarn macht, sagen wir mal. Ja, oder ich bin hier. Okay? Einmal zwei Aktionen. Ja, von die. Ja. Das kann beim Reagieren zurück sein, oder ich kombiniere es, indem ich schon eine Gegenattacke mache, wenn ich vorgehe. Das ist aber abhängig von vom Zeitfenster, was ich reagiere. Und dann muss ich entsprechend die Distanz anbringen. Das ist ganz einfach. Bin ich ganz früh. Bevor der Schlag noch unterwegs war, habe ich gekickt, weil der Kick länger ist wie der Schlag. Das war eine ganz frühe Aktion. Okay? Das war GQ early. Okay? Before the force. Meet the force. After the force. Das ist auch so ein Prinzip. Okay? Was wir jetzt machen ist, 1, 2 und dann gehen wir vor, bevor der andere mit der dritten kommt. Das ist der First Modus. Okay? Es geht jetzt mehr um Prinzip, ihr könnt später alle möglichen Techniken machen. You can use any technique, it's the principle one. So, I get attacked, I react. 1, 2. No attack yet. But now, I move in. Okay? First, react. Go back. Okay? Das heißt erstes. Und ich habe Outside Contact. Outside, outside. Bam. Okay. Versuch mal einen dritten zu bringen. If there's a third one coming, I'm ready with my hand. But regularly, I don't wait for 4. The reaction can be phase 3. If you fast. Up from the 4th, it's going to be dangerous. Because your reaction will always be later than the attack. And if the attack comes fast, any attack, you have to take care of it. Okay? 1, 2, bam! Block. 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 Okay, und das spielt sich ja normalerweise bam, 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 bam. Schneller. Okay? Also, probieren. Einer muss vor mit zwei Schlägen. Es könnten auch Boxerschläge sein. Es kann keiner besser. It can be wing to me. It can be somebody grabs up there. Doesn't matter. The kind of attack doesn't matter. But twice. 1, 2. Go back. Okay? Dann habe ich den Tag hier. Dann kommt die zweite, habe ich den Tag. Jetzt kann ich wechseln, weil die Zeit schon weg. Dann mache ich hier den Tag und hier den Tag. Okay? Das ist ganz einfach eine Geschichte. Kommt rein hier. Ja, aber immer noch. Pack, tap, tap, tap. Bleib's auch weiter. Okay, slowly. Hand. Das ist bei einer Länge. Jetzt hat sie nochmal gestanden. Ja, genau. Und ich bin drüber gekannt. Wenn sie in den Baum geht, genau, geht. Jetzt kannst du Laps auch. Das ist die Kamera. Wir haben ein bisschen gezeigt vorhin. Dann fliegen wir das, genau. Ja. Können wir auch mal nachher, will ich auch noch anreißen, wenn wir dazu kommen, okay? Aber du kommst mit der Bombe an. Aber jetzt erstmal. Hands out. Jetzt ist sie sehr weit hier. Jetzt kann ich hier easy reingehen. Ich habe einen Langsau, einen Leutpack und einen Tonfühl. Wer vorne drücken, würde ich überall für uns. Logisch. Ist sie ganz weit hinten?
Tanzau, Paxau, Tunkü. Jetzt haben wir Paxau, Tanzau, Paxau, Tunkü. Okay? Also, probieren. Busau. Busau heißt nicht hack. I don't slap. Manchmal nicht. Weil ich das vermeiden will. If I slap her inside, and she knows the units are very fast, she will give me a quarter. If I do it in the front corner, very fast, bam, it's it. It's my force. Still I do it here, she's able to do it. So this is the end of the wing chun. If this is no wing chun, maybe it's not really dangerous because people don't know to do that, but she knows it. That's why I don't step her hand like this to get it. I also don't press on this wrist. Yes, because the sound joint comes up. Boom, very fast. Even the smallest circle hits you. It's enough to set the point. See? You step, bam. So you have to know where to control. If I control here, she wants to come around. I feel here she wants to come around. I'm okay. So that's why you use Busau, not Paxau, no snapping. Redirect. Next is also redirect. Don't go against. Let it come. Back fist. It's simple, basic, but no how, no where. Comes in, boom, on that. Wing Chun stands. Why? You have triple action there. Pulling, hitting, kicking, same time. Okay? But for the basic, it's enough to make boom, on that without a kick. But you could. Dog. If I'm slow, she got the chance to do it. Because I'm slow. But she's far away from her. Wenn du anmachst, dann, ja, oder nur fügen, gib mal, zieh den mal ein bisschen zurück. Hier hast du mehr Chance, wenn du jetzt dran bist. Drückst du dir dabei vor. Merkst du? Je weiter ihr die Hände vom Körper wegmacht bei der Verteidigung, je weiter seid ihr offen, wie der andere, wenn der andere weiß, wie er da reinkommt. Weißt du, das ist nicht mein. Wisst ihr immer. Meine Hände werden nie so weit wegsehen vom Körper. Für einen kurzen Moment, aber dann kippt ihr aus. Also probiert mal. Wu, Bonsau, Lapsau, Chungkü, ist der Film hier? Oder? I change the size. Spielt keine Rolle. Okay, probiert. Wu, Sau, Bonsau, Lapsau. Wenn einer das nicht kennt, ich sage immer, also, weiß nicht, so wie beim Vaterschaftstest, 99,98%, weil der kommt auf dich zu. Diese Paxau oder Bettfries, die ist so schnell. Ja? Wir sind Wing Chun Leute. Ja, zieh mich durch. Komm mal. Ich hab die Hand hier, weil ich bin Wing Chun weiß, dass er gesagt hat, komm, so, ja. Boom! Dann fällt er ein. Ich sag's jetzt nicht mehr. Okay, so. Aber jetzt wollen wir Chance. Wir kontern jetzt das Ganze. Wir machen langsam. So, sie macht von da. Das erste ist das, das muss ich machen, sonst kriege ich sie weiter. So, jetzt würdest du wie weitermachen. Of course. Immer weiter, bitte, immer schön. Ah, komm, wir hängen. So, ich spiele meine Leute noch nicht. So, jetzt pass auf. Komm, so. Lass so. Mach weiter. Schau, ich bin. Da. Jetzt kann ich hier wieder spielen. Ich spiele das nicht. In dem Moment, wo ich merke, hier kommt der Baum ran, dann bewege ich mich dorthin, bevor sie weitermacht auf der Straight Line. Sie muss ja weitermachen, weil den ersten hat sie nicht getroffen. Dann machen wir weiter. Ja, damit mich der Track nicht ereilt, gehe ich hier hin. Okay, jetzt bin ich in einer guten Position. Jetzt müsstest du, damit du mich wieder, musst du hier mitgehen. Mitgehen. Okay. Es wird aber schwer, weil ich schon mit deinem Schatten hier bin. Ich kann ja hier schon arbeiten. Siehst du? Ich kann ja hier schon arbeiten. Aber du darfst auch langsam.
dabei ziehst du nochmal. Zug und Schlag. Okay? Das geht einher. Bam! Aber jetzt aufpassen, jetzt mache ich zu. Bonsau, Bonsau, Lapsau, Bam. Nochmal. Hey. Oh, jetzt machst du doppelt zu gleich. Das ist natürlich auch. Das wäre Counter auf der Counterback. Versuch mal den Backfist zu schlagen. Und jetzt bin ich hier. Jetzt ist Part. Jetzt müsstest du weitermachen. Mach weiter. Bam, that's it. Wenn du vorläufst und mich eingrenzt. Und jetzt bist du hier, ne? Und jetzt lehnt man kühn. Kämpferstoß. Kämpferstoß. Wenn ihr liebt, könnt ihr auch immer hier hingehen. Dann könnt ihr ein bisschen Touching machen. Okay. Dann mach ich das. Ohne dass was passiert. Hier geht man gleich. Es kommt jetzt das Wochenende, wenn man alles genau arbeitet. Und natürlich mit offenen Nasen. Okay, so. In dem Moment, wo Bonsau, Lapsau ist, jetzt weiß ich, wenn er weiterkommt, deswegen gehe ich hier hin. Sieh? Ich gehe hier hin. Jetzt kannst du schlecht weitergehen, merkst du? Aber ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Okay? Ich habe die Chance zu erledigen. Nein, sogar praktisch hast du die Chance. Ja, kannst du machen, aber ich bin schon hier. Ich habe die schon. Es gibt immer theoretisch noch einen Konter, 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 Konter. Zum Schluss ist was? BFDF. Be first, be fast. Okay? So, you first. Danke. No, erst Bonsau. 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 Lapsau. Siehst du, das geht nicht mehr. Sie ist voll gut. Aber ist gut, super. Also, ihr geht, nachdem der andere Bonsau gemacht hat, hier. Nicht zu früh greifen. Guck mal, greifen wir nochmal wie eben. Was ist jetzt das Problem? Deine Öffnung hinten. Wie weit hast du beide Hände hier weg? Dein Bonsau, mach mal einen Bonsau, ist mit dem Wu proper. Vorderseite, Hinterseite. Jetzt wechselst du. Zieh, 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 schlag. Vorderseite, Innenseite. Ist zwar hinten offen, aber ich habe keine gute Position, weil ich die hier brauche und die hast du festgehalten. Jetzt macht es nichts, dass du hinten offen bist, merkst du? Weil ich kann mit dir nicht rein, weil du die hast. Okay? Also, weil ich weiß, du wirst weitermachen, muss ich hier raus. Wenn ich hier rausgehe, bin ich alle besser los. Okay? Aber vergessen, mach das erst langsam. Timing, Speed and Distance. Und nicht hudeln. Ciao, gib mir Bunch. Wenn ich schon greifen will, nee, lasst den Bomb an euch vorübergehen. Im richtigen Moment greifen wir zu. End of the range. Zu früh gegriffen nichts, zu spät gegriffen nichts. Wenn ich zu lang warte, ja, schlägst du weiter. Ist ja klar, ne? Ja, dann schlägst du weiter. Aber wenn ich zu früh greife, schlägst du auch weiter, bin ich hinten auf. Deswegen greife ich in dem Moment, wo ich muss, okay? Dann seid ihr richtig im Wind. Okay? Das sind im Prinzip. Ja? Probiert mal. Macht einen schönen Bonsau und der andere läuft hier lang, damit ich ihn nicht hier erreiche. Einfach mal probieren. Okay? Same. Ich mache es aber so, dass ich nicht too much die Centerline verlasse, weil es macht keinen Sinn. Es entsteht wieder Öffnungen, die ich nutze. So, minimal. Wenn sie zurückzieht, ist sie kriegt. Macht auch nichts. Because I enter. Ich fahre ein in dem Moment. Und ich will nur den Kick nicht haben. Ich könnte jetzt auch das machen. Das ist gar nicht sauber. Ich mache es leise. Ja. Wenn es aber schnell geht und der Kick kommt, hoch, ich ziehe hoch. Ja? Ich ziehe hoch und nehme den Kick an mit meinem Fuß außen. Und bin schon im Spiel. Okay? Bär. Ich brauche nur hochziehen und hier Außenseite lenken. Bunch. Tanzer. Wenn ich den Tanzer auch wende, gehe ich ein bisschen raus und ich kann hier schlagen. Aber der Tanzer kann auch in Line bleiben, just to cut. See? Der Ding geht an der Seite. So, machen wir den Tanzer. Genau, machen wir den Tanzer. Wenn der Spencer kommt, Spencer macht immer seine. Okay? Das heißt, ich muss sie unbedingt wenden. Mach mal Tan. Wenn du einen Popper Tan hast, ein Killer Enter. Jetzt brauchst du nur leicht mir folgen.
Schüler haben Mannsau. Aber spielt keine Rolle, ob da ein Mann ist oder ein Tan. Warum ist unsere Familie Tansau? Wenn ihr Tansau zuerst geübt habt, dann euer Ellbogen ist besser vorbereitet. Wenn ich die Hand so mache, neigt mein Ellbogen förmlich nach außen zu gehen. Aber ich habe viel lange Tansau gemacht und ich gehe dann in den Mannsau, bleibt mein Ellbogen auch gut. Das ist eine Gewohnheitssache, gell? Deswegen ist unser Family Style, sagst du den Tansau raus. Okay. Ja, geh mal in den Mannsau. Sie, es ist selten, okay? Spielt keine Rolle, Stefan. Aber für den Basic Student, für den Beginning, you properly teach them Tansau first, weil dann ist der Ellbogen richtig. Wenn die Leute neigen dazu, geh mal in Mannsau, in dem Moment, wo sie das machen, geht nicht so weit, ein bisschen geht er raus. Und dann ist Bandstack. Und wenn es dann mal hier aufrascht, ein bisschen, im Winkel, ja, wenn das in der Tat macht, nicht viel. Aber du willst eigentlich nicht in den blauen Mäler. Du bevorzugst, dass es hier wirklich weggeht. Das gleiche hier, okay? Sehen, ne? Manchmal lift ich und ziehe rein, aber da muss man auch einen guten Stand haben. Eigentlich tue ich nur ab. Ja, und hier ist schon mein Achtung, mein Punch. Gib jetzt hier nur zurück. Ich kann auch mit der Vorderen, wenn sie kommt, ziehen und hier mit. Dafür brauche ich diese Inflexibilität. Die haben wir in unserem Packsau drin, wisst ihr? Der ist abgehend. Fix stands am Weg. Aber das hier ist natürlich bequemer. Okay? Also, einer kickt, der andere macht Tango, fällt sofort ab. Pack zu Hü. Wenn es so weit hier ist, dann gehen an mir. Bin ja eh schon drin. Okay? Also, willst du sehen? Wow. Er sieht sehr weit an mir vorbei. Ist wunderbar. Ich glaube, das ist halt auch nicht. Wir gehen rein. Da ist schon der
Ich bin so ready, ich bin so früh, dass ich hier reingehe. Very early. Okay? In die Armbeuge. Crook of the arm. Crook of the arm and other hand, was you see. And this is the front step. Punch, beim Üben mache ich immer die Hand auf, dann ist es so knallt. Ja? Heißt, kommt, wer? Chan Sao, das ist auch eine Chan Yu Power hier rein. Ja? Nicht strecken. Sondern leicht angenehm gelassen. Wenn er jetzt nach unten geht mit der Hand, könnte ich es auch noch fühlen wie ein Schießer. Okay, das ist wichtig. Und ich gehe mit dem Impuls vor. Ich gehe jetzt mit der Hand vor. Hat er die abgefangen, gibt es die nächste. Und dann kann ich weitermachen. Ja, aber mal nur diese. Kommt, fair. Kommt, fair. Dann können wir wieder spielen. Okay? Ich bin früh nach in die Armbeuge. Ja? Jumps auch nach vorne. Schöner Schritt hinten sitzen, nicht überhandmäßig werden, ihr wisst. Stellt euch immer vor, wenn ihr vorrauscht, dass ihr mit der Mitte vorrauscht. Ja, hier. Gebt die Mitte die vor. Ja, dann habt ihr einen guten Stand, einen guten Move und habt oben auf den Power. Okay? Und dann gehen wir bum, 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 andeuten. Okay? Probiert das locker immer hin und her mit dem Paar. Wenn es nicht aufgeht, gehen wir in beide. Okay? Ganz locker, start. Check. Same time, defense and attack oder umgekehrt geht nur, wenn wir ready sind. Nur in einem Zeitfenster sind, dass wir weg drüber kommen. Wenn wir in time sind, geht's auch. Okay? Wir sind jetzt den klassischen hohen Tanzau als nächstes. Oder kombiniert, das ist dann schon ein bisschen später. Okay? Also, wenn ich hier den Tanzau stelle, der beste Part ist hier. Ihr wisst, es ist kein Loch-Regen. Es ist keine Gegenmaßnahme, sondern ich mache meine Turn, verlängere meine Attack. Auch hier könnt ihr wieder die Hand nehmen, ist besser so. Ja. Und wir stellen hier hin. Bleibt mal hin. Okay. Olivia, schau mal. Open. Ihr müsst die Hand, wenn ihr die Hand aufmacht. Und 90 bisschen mehr an den so. Und jetzt gibst du Spannung. Okay? Sie stellt hin. Okay, sie braucht nicht viel. Nur die Spannung. Körperspannung und den Arm. Kommt auf, dann ist hier richtig kaum. Und im gleichen Moment gibt sie mir einen Ring. Bam! Sie. Von daher ist das das Konzept. Okay? Kommen lassen, aufbauen lassen. An die härteste Stelle. Jetzt kein Tanzer 135. Langsam. Ja. No good. Okay. Good. Okay. Und wir kombinieren es jetzt gleich von der Inside, wie läuft. Und der Outside läuft. Wir gehen hier. Vorher waren wir hier drin geblieben, jetzt gehen wir raus. Dann haben wir auch hinzu bleiben. Boxer. Jetzt gehen wir aus. Jetzt können wir wieder hinzu. Also, wir sind innen. One. Nimm vielleicht einen mit und bleiben innen. Wie beim ersten, aber als Kombination. One. Ich gehe hier raus. Ich drehe den Arm raus. Okay? Und das ist der Topsau. Lifting. Ein Handsau und Topsau. Jetzt kann ich wieder von hinten arbeiten. Alles spielen. Das kennt ihr. Was ihr dann macht, ist gut. Ja, also, ein Hands auf, walk. Hände mal, hin und schonen. Okay? Da ist dann die Garten. Also, bist du nicht sicher. Ja? Hoher Tanz auf. Talks auf. Weiter. Und dann eine Faust machen. Ein Teil Power geht auf jeden Fall dorthin, ohne dass du willst. Ja. Heißt nicht, dass der Arm dann nicht ganz stabil bleibt, aber ich will hier die meiste Power. Wenn du jetzt die Hand aufmachst, kannst du fühlen, wie die Power hier. Hier wirklich Power ist, wo ich nicht hinkomme. In dem Moment, wo du eine Faust machst, ohne dass du willst, sagt die Faust, die Power voll hier. Okay? Wenn ich es aber hier will, machst du es ja auch. Das ist die physische.
Gib mir einen Schuh. Da macht man nicht mehr. Zwei, drei Mal ist ja. Jetzt ist das Lustige bei meiner Lieben. Seit 35 Jahren fast kann ich gar keine Faust machen mit dir. Okay. Aber dann muss ich es anders ausleihen. Okay. Aber wenn ihr einen hohen Zahn macht hier und ihr spannt hier den Blick, die Energie, die Power ist hier höher wie bei den Faust. Ja. Und wenn ihr das dann hat, die Hand ist eh schon auf, könnt ihr hier unten. Jetzt seid ihr im Spiel. Jetzt könnt ihr ihn hier weiter bearbeiten, ihr könnt weiter nach hinten gehen, wie ihr arbeiten. Ist egal, was ihr macht. Okay? Nochmal Hand wechseln, falls ihr noch nicht gewechselt habt, und macht es nicht auch vom Speed her, wenn ihr es aufbaut. Das ist jetzt eine ganze Basic-Technik, die kennt schon jeder, aber ich habe dann gern, dass ihr an den Details arbeitet, weil das ich sehe, wenn ich dann durchgehe, boah, das ist detailliert gut. Okay? Ja? Also, probiert es nicht zu schnell, nicht über Basen. Und den Rest muss ich lernen, wenn ich hier mal Platz nehme. Jetzt gebe ich davor, dass das schon kommt. Ja, jetzt mach mal einen Fake. Falls ihr Fake mit dem Schwimmer kommt, dann könnt ihr es. Nicht die Werkzeuge fokussieren. Okay? Wenn ihr euch ja nicht dabei arbeitet, guck nach vorne, wenn ihr nicht in die Augen schaut, look here, to the top, in the center. Jetzt sehe ich alles, ich habe ja noch Stecker. Okay, das sind wichtige Punkte. Egal, das, die Technik wird einfach, aber es ist dieser, wenn man alles beachtet. Ja, if you take any detail for this, for purpose, then it's very important to set it properly. Okay, time frame one we have. I'm early, I rush in here, wait to the front. Second, I'm still in time. I turn my pivot, but I'm there. Okay? Good. Next, I'm late. This is a BDG technique, last set. Von dem letzten Teil der BDG, okay? Durch die Haare fahren. Okay. Das kann ausgeführt werden, wir haben es im Filipino auch, indem ich meine Handlegung am Kopf und hier einziehe. Manche legen auch im Nacken an und legen den Unterarm und die Schläfe. Das geht aber länger, erfahrungsgemäß. Diese Position einzunehmen geht länger, wenn ich das mache. Also wieder Zeitfenster abhängen. Okay? Jetzt sind wir ein bisschen spät. Kann ich auch wegweichen und danach zuschlagen. Okay? Nur too late dürfen wir nicht. Viertes Zeitfenster. Früh, in time, late, I cover. Wenn ihr hier seid, könnt ihr hier wieder einmal fest, ihr könnt hier weitermachen, ihr könnt innen bleiben. Okay? Aber abfangen. Also es geht jetzt nur um diese Attack von aus. Okay? Dann gehen wir gleich in die late. Ja? Es gibt auch late diagonal oder surprise. So. Ich stehe hier rum. Von hier kommt die fest. Ja, andere Position, zeige ich dann auch mal. Aber jetzt sind wir parallel. Okay. Ah, jetzt ist er drüber geslidet. Auch gut. Hast du gemerkt? Macht ja nichts. Okay? Also, probiert mal. Lady Theater. Wenn ich eine Überraschung spielen möchte als Übung, bin ich nicht wirklich überrascht. Ich kann es nur simulieren. Aber ich hatte Seminare, wo ich dann durchgegangen bin und habe die Leute überrascht. Während sie gearbeitet haben. Ihr Tag. Um zu gucken, ob da was ist. Ja? Ob sie außerhalb ihrem Arbeitsfeld jetzt was wahrnehmen. Okay? Die Wahrnehmung, diese Awareness, okay? Das ist the first step. Wo bewege ich mich, wann bewege ich mich? Wir machen das jetzt zur Zerstreuung, als Hobby, wenn wir hier in der Halle sind. Aber die Realität draußen muss ich beachten, wo bewege ich mich, wann bewege ich mich, ist dort höhere Gefahr, ja, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann, bin ich in der Gruppe, okay. Das kann man ein bisschen mit einbeziehen. Ja, das ist der Punkt. Und erwartet gar nichts. Erwartet
Enttäuschung. Ich kann nicht erwarten, wie der Angreifer. Das ist unrealistisch. No way. Everything can happen. Anytime. That's how it is. Never expect anything, and anything can happen. So you expect something outside, how is it taking? No, never. That's unrealistic, I tell you. Challenging. Yeah, that's. Go with the flow. Just be aware and take your skills, what you have already, then you can get it. That's how it is, nothing else. Okay, we work on this typical outside attack frame. I'm early to be out. I'm in time. I'm late to get it right. I attack. Cover. Okay. So next. He's trying to straight. Same principle. I can go back. Wir fangen an mit Backstep, weil ich straight dran bin. Fangen wir mit straight dran. Okay, stay soon. Beim Schwingermann haben wir frühzeitig zuerst gemacht. Jetzt drehen wir es um, jetzt werden wir springen. Es kann auch sein, greifen wir hier. Wenn er nicht greift, ein schönes T-Shirt, dann muss er es übernommen. Mein Nice Shirt. Wenn ihr vorkommt, um mich zu greifen oder zu schubsen, okay, habe ich endlich Glück gehabt, dass er mich nicht geschlagen hat, weil ich bis hierher gelassen habe. Wenn das gleiche Mann schwer wird, bam, wenn ich hin. Okay, also super. Early ist gut, aber jetzt bin ich late, dann gehe ich so viel zurück. Ich gehe so zurück in meinem Stil, weil wir machen Wing-Chun, dass ich wieder zum hinteren Bein zum Sitzen komme. Warum? Vorne ist schnell, hinten ist fest. Also ich gehe zurück. Hier nehme ich den Tanzer auf. Dieser Tanzer, der macht keine Redirection in dem Sinn, das haben wir bei der letzten schon, sondern wenn ich hier mit der Kante, wenn er weitergehen würde, wieder aufverwandt. Okay. Center Position, also. Aber ich gehe zurück, fange an. Jetzt kommt der Kick in den Ast. Okay? Der ist schnell. Sein ganzes Bewusstsein ist oben. Ah, halt ihn an. Ist er hier weak? In dem Moment. Boom! Okay? Ich kann auch links sein und zum Bein gehen. Ich gehe hier. Das, wenn er gut trainiert ist, haut ihm das nicht um, aber I call it a disturber. It's a disturber. Next time going, packst du auf. Jetzt ist er weit hin, können wir wieder neu machen. Axel, whatever you do. Good, passen. Tanz auf Backstair. Jetzt kommt noch mal der zweite Schlag. Schon. Beim zweiten Schlag haben wir schon den Kick gemacht. Okay, denkt dran. Aber wir lassen es bei einem, weil, wenn ich hier gut einfach, boom, kommt der zweite nicht so schnell. Jetzt simulieren wir, was passiert mit dem anderen, wenn ich ihn hier treffe. Okay, that's your position. It's easy to go in. Okay. Ihr könnt mit dem Lasau-Platsch reingehen, hier Lapsau, oder auf Parksau wechseln. Spielt keine Rolle. And then you play. Down. Ja, so. Kamsen, wechseln, kicken, Parksau-Platsch, neu ab. Parksau. Okay. Also, wichtig. Bisschen spät. Das ist nur basic stuff, aber es geht jetzt ums Prinzip. Wie kommen wir überhaupt dahin? Out of the drills, okay? Das reelle Anwenden. Also, Zeitfenster. Spät. Move back. Und dann vor. Dann Leute. Okay? Auch hier. Simultanität gibt es nicht, wenn wir spät sind. Erst dann Abwehr, jetzt kommt meine Counter-Attack. Das ist in dem Fall der Fuß und dann die Hand. Okay? Probier es noch, aber don't kick real, okay? No. Spielt auch keine Rolle. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr hier, aber spielt ja keine Rolle. Bah. Okay? Ich darf nur nicht den Cross, bis der Cross kommt, habe ich gekickt. Mir ist völlig egal, ob er durchzieht oder schleppt. Spielt keine Rolle. Okay? Das muss uns auch wurscht sein.
Ich werde dir auf diesen Punch anhören. Ein off this punch. Das ist meine Lieblingsfeier auf See. Und ein Glück, das ist so. Denn ein okay? Gut, jetzt kommt zweites Zeitfenster. In time. Jetzt machen wir unseren ersten Turn oder Step out, okay? Wenn er kommt straight, wir können klassischen Tanzer Punch mit Wendung machen und dann vorgehen. Wir können klassischen Bong machen, je nachdem wie die Hand ist und vorgehen. Wir können einen Gusau Punch machen, Sidestep. Anschieben, anschieben. Beide, Faxa und dann Moving Piece. Ja, alles das, was Side-Konzept ist. Und ich bevorzuge die Außenseite. Ich liebe die Außenseite. Ich bin Außenseiter. Okay. Wenn es aber gegeben ist, dass es Inside ist, oh Leute, dann müsst ihr das machen. Wenn hier eine Mauer ist, okay, hier eine Mauer. Hier eine Mauer. It happens here. I cannot go to the outside. No. I have to choose the inside. I'm sorry. I choose the inside, okay? Boom. Okay? As I said, you never know. Don't expect anything. Also, alle Windschuhe, auch hier, wenn mein Tanzer bei der Wendung gut steht und er geht zurück, er zieht ein bisschen zurück, jetzt ist er zurückgegangen, dann verfolge ich ihn, okay? Ja? Oder ich flüchte. Ich habe nur eine Chance. Flight or fight. Fight or fight. Or I'm on the run. This in-between is very dangerous. I spar, I start sparring in the self-defense. What is this? Crazy. So, Bob, he's coming. Hier, I turn myself. Wer schon triple kann von den Advanced, der macht das natürlich hier. Yeah. A kick, a punch and a pull. Or Shinbein stretching with something on the ankle. Für die Basic Leute, konzentriert euch, dass ihr einen guten Stand habt. Weil später könnt ihr das machen, sehr gut. Also, wir machen als Zeitmöglichkeit ein Tanzau-Punch mit Follow-up. Sind meine Hände unten, kommt vielleicht Bongsau-Lapsau. Oder ich bin komplett ready und ich gehe hier raus. Seht ihr? Oben habe ich aber Buch zur Sicherheit. Ja? Bongsau-Punch. Wer da schon noch einen Landsau machen möchte, Bäckchen, that's under the jaw. Okay? Then, there you go. Feel the water back. And okay. Okay, questions? Yes, sir. And take your time. Nicht überpace, locker. Okay? This is basic stuff, aber ich möchte, dass ihr hinten, ihr versteht, wann ihr es macht, warum ihr es macht. Und welchen Weg ihr einnimmt. Zurück in der Situation. Vorrauschen in der Situation. Jetzt kommt das nächste Mal. Okay, aber jetzt sind wir Seitenstoß. Wir sind zeitlich im Mittelfeld. Wir können da reagieren.